Ihr gehört zur Miliz. Warum versteckt ihr euch dann hier? Was? Ihr wollt mich daraus in den Tod zerren? Im Leben nicht. Ich bleibe hier. Wir versuchen mal einzuschüchtern. Meldet euch bei Georg oder ich breche euch die Beine, die Arme und den Hals. Aber ich versuchte zu kämpfen. Es sind so viele. Zu viele. Meldet euch bei Georg und kämpft, ihr Feiglinge, oder ich werde dem Feind zuvorkommen und euch töten. Ja, in Ordnung. Ich gehe. Wir treffen uns dann dort, falls ich nicht schon vorher tot bin. So, wir haben alle. Ja, können wir ansprechen? Wir können ihn ansprechen. Ihr drei haltet euch da raus. Das ist zu gefährlich. Meister, haltet aus! Wir helfen euch! Der Welpe will sich also beweisen. Erbärmlich. Ups. Verflucht! Bleibt gefälligst, wo ihr seid! Ich werde keine Zeit mehr mit diesem Dorf verschwenden. Der Splitter ist nicht hier. Splitter? Das war jetzt aber überraschend. No, sie ist tot. Törichtes Gehör, ich sag dir, sie soll sich raushalten. Es gibt noch mehr zu tun. Georg und die Miliz halten die Angreifer am Starling-Gehöft in Schach. Wir müssen ihnen helfen. Wer war dieser Markus? Ich weiß nicht, aber er war sehr geübt im Umgang mit der Kunst. Vermutlich führte er den Angriff auf Westhafen an. Wir müssen schnell zum Starling-Gehöft, bevor noch mehr Hafenleute das Schicksal meiner Schülerin teilen. Wo liegt das Gehöft? Es liegt an dieser Straße. Wir sollten gehen. Tarmis wird unsere Hilfe brauchen. Dann lass uns gehen. Hätten wir doch nur Zeit gehabt, die Ausrüstung aus meinem Haus zu holen. Falls ihr dorthin kommt, findet ihr einige nützliche magische und alchemistische Gegenstände. Es liegt im Norden. Nun geht! Okay, aber wir looten nochmal eben die Kampfstab, nehme ich mit. Und genau deswegen, ich könnte mich mal eben heilen. Und hab das nicht gesetzt. So. Sanctus. Und genau deswegen habe ich die einfach nur so schnell gelevelt. Und nichts Großartiges gemacht hier. Bücher nehme ich jetzt nicht. Au! Bücher nehme ich jetzt nicht mit. Wir haben was nicht identifizierbares. Hat er identifiziert, dass er es aufgenommen hat, so eine Bandalore. Das ist prinzipiell gut für einen Baden in dem Fall. Für uns jetzt weniger. Wir müssen noch einen Segnen haben. Unsere Würfe sind noch erhöht. Rassen? Jo, wir rassen mal. Damit heile ich mich voll und hab dann gleich alle meine Zauber wieder. Leider hält Kreaturenzauber nicht mehr so lange wie früher. Gut gemacht. Jetzt haben wir eine Chance. In Ordnung, Soldaten. Macht eure Waffen bereit und rückt aus. Jetzt müsst ihr zeigen, was in euch steckt.
Oh, das sind einige. Da kommt noch eine Welle! Macht euch kampfbereit! Cool, der eine hat auch Schild, jetzt glaubens direkt. Da sind noch mehr. Sammeln! Bei Syrix Blut. Sie gehen ins Starlinghaus. Aber wenn wir die nächste Welle nicht aufhalten, wird das Dorf überrannt. Gehen wir. Wenn wir uns beeilen, können wir sie aufhalten, bevor sie die Kinder finden. Ich werde nachsehen, was ich im Starlinghaus finde. Wir könnten euer Schwert gebrauchen, aber ich verstehe. Wenn du meine Geschwister rettest, kannst du alles von mir haben. Alles von dir haben? Sehr interessant. Bevil, Trillo, geht gut, dass ihr hier seid. Mutter, was ist passiert? Wo sind diese Zwerge, die hier reinkamen? Als ich die Kämpfe hörte, brachte ich die Kinder fort und kam, um zu sehen, was los ist. Und plötzlich drangen diese Kreaturen ins Haus ein. Wo sind sie jetzt? Die Hunde trieben sie ins Wohnzimmer, wo sie noch immer gefangen sind, aber die Kinder... Ich sagte den Kindern, sie sollten sich im Haus einschließen, aber jetzt sind die Kreaturen da und versperren uns den Weg. Glücklicherweise weckten diese Bestien auch die Hunde, die zweien die Kehle aufrissen, bevor sie ins Wohnzimmer verbarrikadieren konnten. Ich habe von drin nichts mehr gehört und da sind sehr viele. Bitte helft uns. Die Tür lässt sich nicht verriegeln, Trilo, und die Hunde sind auch bereit, sich um unsere Gäste zu kümmern. Wenn wir die Türe öffnen, stürzen sie sich auf sie. Dann öffne die Tür und lass die Hunde los. Ihr habt recht. Nescher, Hammelkotelett, Locke. Komm schon, folgt uns, wir müssen uns auf die Jagd gehen. Wir müssen auf die Jagd gehen. So. Oh, das sind einige. Aber mein Segnet sollte schon dabei sein. Bam bam, tot. Gold, nehm ich mit. Uhu, Trillo, wir hörten, wie sie im Sterben im Gnade flehten. Ist Blut geflossen? Können wir es sehen? Aber sicher, die Hunde fressen wahrscheinlich gerade die Leichen. Hurra, die Hunde haben neue Kauknochen. Das ist kein Spiel, vergesst das nicht. Seid still. Ach, halt den Mund, Bevil. Wir hätten uns heißer schreien können, bis du auftauchst, dumme Ochse. Was? Was für ein Unterpeiner, Kleiner. Wir könnten immer noch sagen, die Dürger hätten sie geholt. Was? Nein, nein, Mami, nein!
Seid still, der Spaß ist vorbei, das gilt für euch alle. Trillo macht nur Witze, also beruhigt euch. Nö, mach ich nicht. Tut uns leid, wir bleiben hier und sind ruhig, versprochen. So. Warte mal, ich kann hier doch mal im Schrank gucken, ob da was ist. Man kann auch einschlagen. Kann ich leider nicht benutzen. Krumms. Ah, es hat gereicht. Ah, zerbrochener Gegenstand. Es fängt schon an. Wenn man hier etwas einschlägt, ist es nicht so, dass es übrig bleibt wie in NWN1. Nein. Es geht kaputt. Also müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr es wirklich einschlagen wollt oder nicht. In diesem Fall hat nichts anderes gebracht. In der Tat. Ja. Vielleicht gibt ihr uns noch einen Schlüssel oder so. Gut, dass ihr Fupp und Bevil rechtzeitig hier wart. So. Ah, lange Rechtsklick gedrückt, macht auch dieses Interface-Menü auf. Das. Okay, da war's. Ein nicht identifizierbarer Dolch. Ein Dolch plus 1. W6. W4. Naja. Wir haben einen Dolch. Ein Dolch ist besser als kein Dolch. So. Oh, sind schon wieder am Kämpfen. Sterben wie die Fliegen. Klingenwesen sind geheimnisvolle Humanoide aus einer anderen Welt. Wie der Name vermuten lässt, haben sie metallische Haut, die von scharfen, klingenartigen Vorsprüngen bedeckt ist. Ihr Wesen ist im Allgemeinen genauso bösartig und abweisend wie ihr Äußeres. Klatsch. Den Göttern sei Dank, dass es vorbei ist. Wir hätten sie nicht mehr lange. Boah. Das hört ja nicht auf. Degen! Heute wurde viel Blut vergossen. Dafür wird unser Feind bezahlen. Boah, die werden aber zerfetzt. Das ist voll wie ein Helden, da wie mich. Das war der letzte. Vorerst. Holt die Verwundeten und die Sterbenden. Mal sehen, wie viele wir dem Tod noch entreißen können. Dank den Göttern, dass wir sie in diesem Gehöft aufhalten konnten. Wie viele Leute haben wir verloren? Ian, Vera, Pearson. Was waren das überhaupt für Dinge? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das sind Klingenwesen.
Sie sind in unserem Reich nur selten anzutreffen. Sie leben an einem dunklen Ort. Tja, was bei den neuen Höllen machen Sie dann hier? Lathanda enthüllt mir nicht alle Mysterien. Wir müssen uns auf unseren Verstand und unsere Ressourcen verlassen. Einer dieser Zwerge sagte, dass sie etwas suchen würden. Weiß irgendjemand, was das sein könnte? Komm her, Junge. Wie ich sehe, bist du unverletzt. Viele hatten nicht so viel Glück. Und andere haben die Nacht nicht überlebt. Ich hörte, du hast bei dem Angriff eine Freundin verloren. Was für eine Tragödie. Sie war ein vielversprechender junger Magus, habe ich gehört. Ich werde drüber hinwegkommen. Das wirst du. Offenbar verstehst du, wie töricht es ist, Verlorenes zu betrauern. Ich habe nicht viel Zeit zum Reden. Wir haben viele Verwundete. Es gibt da etwas, das du tun musst. Noch heute Nacht. Diese Klingenwesen waren hier, weil sie etwas suchten. Und ich fürchte, ich weiß, was das ist. Wir reden kaum miteinander. Und jetzt wollt ihr mich endlich einweihen? Dies ist keine Nacht für Worte, sondern für Taten. Es gibt da einen Gegenstand. Ein Silbersplitter. Vor langer Zeit versteckte ich ihn in den alten Steinen vor der Stadt. Ich fürchte, er hat diese Kreaturen hergelockt. Warum denkt ihr, dass sie den Splitter suchen? Überleg doch mal. Diese Wesen plündern kein Dorf wie Westhafen, in dem es nur ein paar Münzen und ein oder zwei Helme gibt. Sie hatten einen Grund. Wo kommt der Splitter her? Es stammt aus der Zeit, als deine Mutter starb. Das waren dunkle Zeiten für unser Dorf. Wir unterhalten uns nach deiner Rückkehr über den Splitter. Vorerst zählt nur, dass du ihn findest. Steht der Splitter in Verbindung zu meiner Mutter? Ihr erzählt mir nie von ihr. Dafür ist jetzt keine Zeit. Deine Mutter ist tot. Lass ihren Geist ruhen. Ihr habt ihn doch versteckt. Warum holt ihr denn nicht? Es gibt zu viele Verwundete, die ich versorgen muss. Mehr als Bruder Maring alleine heilen kann. Ich kann nicht gehen. Also musst du es tun. Wir haben keine andere Wahl. Ich bin bereit. Sag mir, was ich tun muss. Die Steine vor der Stadt sind alt und tief. Suche in der entlegensten Kammer dieser Ruine nach einer Schatulle. Darin befindet sich der Splitter. Klingt nicht so schwer. Nur noch eine Sache. Du solltest nicht allein gehen. Bevel, du musst meinen Sohn zu den Ruinen begleiten. Das ist eine wichtige Aufgabe. Aber Georg sagt, die Ruinen wären von den Echsen übernommen worden. Und darum müsst ihr gehen. Gemeinsam könnt ihr siegen, wo einer scheitern würde. Die Schreie der Verwundeten können nicht länger ignoriert werden. Finde den Splitter. Finde ihn und bring ihn her. Nichts für ungut, aber bei deinem Vater stehen mir alle Nackenhaare zu Berge. Wenn wir das durchziehen wollen, sollten wir uns beeilen. Es klingt, als wäre es eilig. Ich bin bereit, gehen wir. Dieser Pfad den Fluss entlang ist der beste Weg in den Sumpf. Hoffentlich sind diese Ruinen nicht so schwer zu finden. Sonst sind wir noch die ganze Nacht da draußen. Und wir gehen zu den Ruinen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich mich so weit in den Sumpf vorgewagt habe. Noch ein kleines Stück, dann sind wir bei den Ruinen. Da vorne erwarten uns wohl noch mehr Echsenmenschen. Also, geh voraus, würde ich sagen. Ja. Kann ja wohl nicht so schwer sein, oder?